Jo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gold Rush The Game. Im letzten Mal haben wir den Generator reparieren müssen, nachdem wir das jetzt geschafft haben. Müssen wir noch ein bisschen trippen und dann machen wir mal wieder einen schönen Clean Out. So wie ihr seht, haben wir kaum noch Material. Ich hoffe, das wird alles noch reichen. Ansonsten müssen wir den Platz hier auskratzen. Jawohl, da ist der Eimer voll. Da sind wir ja gleich beim Cleanout, dauert ja nicht mehr lange. Haben wir die Lampen noch an? Nee. Irgendwie kam es mir gerade so hell vor. Nein, das ist wahrlich nicht mehr viel. Aber irgendwie kommen wir schon klar. Wie gesagt, wenn nicht, dann ziehen wir um. Fahren wir zum nächsten Claim und nehmen da den Sandkasten. Ja, dass wir das Ding wirklich leer schaufeln, hätte ich ja nicht gedacht, dass wir so lange brauchen. Damit sind wir jetzt schon am Cleanout angekommen. Das ist gut. Ist die 100? Ja, ist die 100. Dann wieder alles wie gehabt. Wasser holen, Eimer hinplatzen. Die Pumpe abschalten. Wenn wir das Ding denn mal treffen, ah, da haben wir. Mal schön wieder nachtanken. Mitnehmen nicht vergessen. Ja, so ist das, wenn man ein Trollo ist. Und jetzt wieder die vier Matten raus. Die Nummer 1. Na, war doch schon. Und die letzte. Nö, erst Wasser an und Strom an. Einmal, zweimal Augenkrebs. Absetzen. Rein mit der Maschine und rein mit dem Zeug. Alles wie gehabt. Und hoffen, dass wir eine dicke Ausbeute kriegen. Wo ich nicht mit so wirklich rechnen kann, weil es ist nur noch das Krümmelzeug vom Rand. Alles über 2 Unzen ist gut. ,08. Das reicht. Licht ausmachen. Und dann weiter im Text. Schöppen, schöppen, schöppen. Uns fehlt ja bekanntlich gar nicht mehr so viel. Aber ob wir hier noch ein Cleanout hinkriegen?
Der Eimer ist voll. So. Na? Da ist der nächste voll. Nehmen wir doch gerne an. Und ein paar Eimer sind hier noch. Und wir können ja auch noch im Nichts rumschaukeln, das haben wir auch noch. Aber ich bin mir sicher, dass wir den Sandkasten leer bekommen. Bis die nächste 1 Uhr Abrechnung kommt. So, der nächste Eimer. Einer. Na, wieder hingewiesen. Ja, jetzt geht's langsam an den Kragen hier. Oh, der ist auch voll. Hast du nicht was Besseres zu tun oder zeigst du mir, wo das Gold liegt? Hallo, bleib doch mal liegen. So geht's auch. Immer weiter, weiter, weiter. Nur nicht aufgeben. Da sind wir wieder beim Mut zum Sprechen. Wir sind schon wieder bei 15 Uhr. Da ist der nächste Eimer voll.
geht's den Reserven an den Kragen. Wir von dem Häufchen da hinten noch einen ganzen Cleanout hinkriegen oder müssen wir vorher schon rumstochern? Das wird richtig eng. Der ist auch voll. Und oh, noch eine. Mann, 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 Mann. Geht's auch. Und wieder einer voll. Na, fast 40. Und so richtig viel liegt hier nicht mehr. Aber es läuft, es läuft. Oh, ein wenig weit gesprungen. Und der ist auch voll. Wie gesagt, wir können noch jede Menge aus dem Nichts schütten. Und dieser jene welche ist auch voll. Na gut, wieder einer. Da sind wir schon bei 50%. Hm. Ist jetzt bei dem letzten ein bisschen an zu mucken.
So, die sind auch fertig. Ja, damit haben wir dann fast den Sandkasten leer. Der nächste Eimer fertig. Ja, doch, ein bisschen freut es mich ja wohl, ne? Dass das Ding hier leer geschöpft gekriegt habe. Das freut mich noch mehr, wenn wir bei dem Bagger haben. Oh, da geht's zur Neige. Wie ist hier nicht mehr? Wie gesagt, wir haben ja das im Nichtschöpfen noch. Da haben wir noch ein bisschen mit. Ganz kleines bisschen. Damit war das letzte Stück weg. Wir haben den Sandkasten leer. Juhu, der Sandkasten ist leer. Wir müssen aber noch ein bisschen rumkratzen, das geht so nicht. Stellen wir doch mal einfach hier hin. Und schütten wir ein bisschen im Nichts rum. Nichts mehr da ist, dann wird er mir das schon sagen. Noch ein Eimer voll. Ja, so sieht ein leerer Sandkasten aus. Wir holen hier noch so viel raus, wie wir brauchen. Liegt noch genug am Boden, was wir nicht sehen können. Wo wollte er denn jetzt hin? Da liegt noch was, ne? Meins? Was haben wir hier? Gibt jetzt auch der letzte Eimer für diese Folge. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht ein Abo, das ist kostenlos.
aktiviert dann die Glocke, dann bekommt ihr Bescheid, wenn neue Videos da sind. Lasst einen Daumen nach oben da, das wäre schön. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.